Wir spielen The Forest. Weiter geht's, meine Lieben. Die Sonne scheint und einen Plan haben wir auch. Und ich muss ehrlich zugeben, ich genieße gerade die Vorzüge, ohne Kamera aufnehmen zu müssen, weil sie ist ja kaputt gegangen bei der letzten Forest-Folge. Ganz entspannt in Schlafsachen sitze ich hier und trinke mein Cappuccino. So, wie war denn der Plan nochmal? Da zur Höhle wollten wir und dann mal gucken, was da so abgeht. So. Es war doch hier lang, oder? Ich glaube schon. Da, wo das Haus davor steht. Warte mal, rechte Seite, ja, rechte Seite. Aber auch in der Höhle waren wir schon drinnen. Wir müssen mal gucken, ob wir da abschließen können oder nicht abschließen können. Mir ist immer lieb, wenn wir die Fahne, Flagge blau machen können, dann haben wir es hinter uns. Ach, Erik. Komm, mach kein Drama draus und renn. Angenehm. Sehr, sehr angenehm. Aber die Kamera wird wiederkommen und dann heißt es wieder. Weiß ich nicht, was dann heißt. Nicht mehr in Schlafsachen vorm PC sitzen. So, da sind wir schon. Das haben wir gebaut. Da dürfen wir aber jetzt nicht rangehen, weil ich glaube, das müsste bald kaputt gehen. So, hier ist die Flagge. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir gehen einfach rein, würde ich sagen. So. Taschenlampe war leer, war. Oh Gott, ich sehe ja gar nichts. Wartet mal. So. Haben wir hiervon noch was? Nee. So. Wie sieht denn die Karte aus? Okay. Das ist einfach ein anderer Teil von der anderen, oder? Kommen wir da überhaupt komplett durch? Weiß ich jetzt gar nicht. Ein Riesending auf jeden Fall. Wir nehmen mal das hier und kombinieren erstmal wieder ein paar Stück. Oh, wir haben wieder ein paar eingesammelt. Das ist gut, dann machen wir bis 60. Ausrüsten. So. Erik, dann lauf mal. Und wir gehen heute wieder ganz schön geplant vor, Gang für Gang. Och Gott, meine Güte. Nicht am frühen Morgen, meine Lieben. Ich brauche Ruhe. Ich muss erstmal wach werden. Finde ich lustig. So, das Kind ohne Uhr. Wir brauchen dringend Uhren. Na, das hatten wir eigentlich alles schon eingesammelt gehabt, oder? Ja. So. Nimmt er jetzt wieder die Fackel in die Hand? Ja. Uhren, habt ihr noch Uhren? Bitte, gebt mir Uhren, Uhren. Ich brauche Uhren. So, ja, kommt mir alles bekannt vor. Okay, wir gehen mal erstmal hier lang. Und guck mal, was hier kommt. Die ganzen Köpfe, ja. Okay, gehen wir mal hier runter. Ach, war das der Gang jetzt hier? Wir gucken mal, ob das mit der Tür ist, wo wir die Steine raufgepackt haben. Wir gucken mal. Hier lang, da hoch. Oh, wir hängen fest. Erik, mach hier keine Faxen. Oh Gott, wo lang geht's hier? Hä? Da. Huch, jetzt hatte ich aber kurze Zeit Panik. Kommen wir hier in den Teich raus? Hoch da mit dir. Nee, ist ja lustig. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Und da hinten ist die Höhle. Okay, wir gehen einfach nochmal. Okay. Sind wir hier schon lang gegangen? In dem Gang waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Würde ich jetzt fast mal behaupten, weil das kam jetzt so. Dass wir da rausgekommen sind, kam mir nicht bekannt vor. Gut, nochmal von vorne. So. Und rein da. Ja, Erik, zieh mal erstmal das Ding hier wieder aus. Und zünd die Fackel an.
So, haben wir. Sind. Oh Gott, Mann, ich erschrecke mich jetzt also jedes Mal. Und hier hinter können wir dann eigentlich einen Haken machen. Aber da haben wir jetzt keine Fahne gesetzt. Okay, das ist cool. Hier brauchen wir nicht mehr lang gehen. Kann sich das einer von euch merken, bitte? So. Ach Gott, ist ja perfekt. Wir haben wieder. Ach so, naja, gut, dann laufen wir hier einfach 10-mal rein und raus und haben unsere Uhren wieder voll. Praktisch. Das ist wirklich praktisch, meine Lieben. Brauchen wir die Fackel jetzt noch? Müssen wir wieder tauchen? Nee, ich glaube, wir brauchen die. So. Da scheint es nicht weiter zu gehen. Aber hier. Hier sind wir auch schon mal runtergegangen. Haben wir jetzt mittlerweile den Kletterhaken? Sieht den jemand? Sieht den jemand? Sieht den jemand? Das ist ein Amboss. Nee, anscheinend nicht. Boah. Ich habe eigentlich, bin ich immer hier lang gegangen, ohne zu fallen. Aber irgendwie fällt er jetzt immer so extrem. Aber hat er geschafft. Hier ist unser Dings. Machen wir mal an. Und laufen hier durch. Rechts geht's lang und hier geht's lang. Ich gehe erstmal hier rechts lang. Was kommt hier? Wir tauchen mal einfach und gucken nach. So. To-Do-List aktuell. Oh, wir müssen uns heute echt mal die To-Do-List angucken. Ist ja anstrengend. Das vergesse ich jedes Mal. Oh Gott, ich habe die Orientierung verloren. Orientierung, wo bist du? Okay, hier liegen Sachen. Okay. Kommen wir hier nicht raus? Hallo? Okay, ist anscheinend gar nichts. Ich sehe auf jeden Fall nichts. Ich sehe nichts. Okay, raus, 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 raus. Interessant. Interessant. Das muss man ja schon sagen. Duck dich mal bitte, Erik. Uns wird kalt. Na, warte mal, wir hatten irgendwo ein Feuer. Da lang. Wir brauchen das Feuer. Hoch da. So, wird uns erstmal ein bisschen warm. Okay, ich habe da keinen Durchgang gesehen oder sonst irgendwas komisch. Wofür kann man denn da aber lang schwimmen, frage ich mich gerade. Okay, rechts machen wir jetzt einfach mal einen Haken hinter und gehen hier lang. Da geht's weiter runter, okay. Dann wollen wir doch mal runtergehen. Erik, schnell, 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 schnell. Und langsam. Da flimmert irgendwas. Ist das die Höhle mit der Tür? Okay. Hier waren wir auch schon. Ich erkenne das wieder. Dann geht's. Stückchen sind voll, okay. Habt ihr Uhren für mich? Sehr gut. Auf euch ist Verlass. So. 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 Was noch? Ich hab's vergessen. Alkohol? Oh, okay. Guti. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt die Uhren wieder. Da lang, da lang, da lang. Geht anscheinend nur geradeaus. Okay, und hier waren die drei Dinger, die waren die Kannibalen. Dann müssen wir hier lang. Wow, 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 okay. Da habe ich mich wohl, nee, hier waren wir definitiv schon und haben die eigentlich getötet, oder? Da kommen sie. Ja, komm her. Oh. Okay. Wir hauen mal mit dem Stock erstmal zu. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich ging fest davon aus, dass wir hier keine mehr sehen werden, aber. Wow, oh, meine Güte. Wow, 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 wow. Einer ist hinter uns, einer ist hinter uns. Der hat uns nicht getroffen, wir sind. Okay, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zurück, Rückzug. Da kommt einer angerannt. Renn mir ins Kaltana. Na, warte mal. Na, hä?
Hey, kannst du mal stehen bleiben hier? Wir laufen mal entgegen, weil wir, die haben gar keine Chance mehr gegen uns. Wir sind so eine Profis. Da ist er. Ja. Hallo, mein Lieber. Wir müssen aufpassen, dass hinter uns keiner kommt. Der ist okay, der ist. Rüstung haben wir gerade genug. Ich würde jetzt unsere Zeit nicht damit verplempern. Hier ist noch irgendwo einer. Oh, da ist er. Oh, dich habe ich gehört, du Trampeltier, du. Du Trampeltier. Oh, 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 hinter uns. Vier Stück, na holla. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Da ist er. Oh, oh, das, oh, er hat uns, nee, er hat uns nicht getroffen. Mit was schlägt denn Erik da? Mit dem Kaltan, warum hat es so lange da gedauert? Mann, wir sind flink wie eine Gazelle. Habt ihr das gemerkt? Wow, ich bin beeindruckt. Ausrüsten. So, wir werfen mal hier so ein Ding. So, dann geht's da wieder zurück. Genau. Gar nicht wahr. Hier liegt ein Zelt, das heißt. Von da kommen wir, dann geht's. Oh Gott. Aber wir waren hier definitiv schon, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Hier ist ein Feuer gewesen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Nee. Doch. Komisch, aber warum waren die Gegner noch da, wenn wir hier schon waren? Warte mal, ich brauche mal Licht bitte. Warum waren hier Gegner, wenn wir hier schon waren? So, oh, guck mal, oder? Warte mal, ist das richtig? Denn wir haben ja, boah, jetzt wird's richtig cool. So, mach mal das Ding hier an. Wir schießen uns jetzt einen Weg frei, seht ihr das? Nee, seht ihr nicht, weil ich das Inventar aufgemacht habe. Ich, wow, Dussel. Naja, auf jeden Fall war da gerade eine große Explosion. Und dann können wir jetzt hier lang. Wir können jetzt hier lang. Höchst interessant, höchst interessant. Okay, hier geht's weiter runter. Wir gehen wieder weiter runter. Oh, 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 nicht so schnell, Erik. Meine Güte. Da geht's noch weiter runter. So, kleiner Schluck Cappuccino. Ah, unglaublich. So lässt sich leben, meine Lieben. Ein Foto, ich will das Foto mal angucken. Nee, ich glaube, das Foto haben wir noch nicht, richtig? Ach so, können wir ja gar nicht, weil wir ja noch gar nicht unten waren. Ja, hat Klick gemacht, sorry, Leute. So, quetsch dich mal da durch. Erik hat Hunger und Durst. Hunger und Durst, was haben wir dabei? Ein Snickers können wir ihm noch geben. Und dann trinken wir auch was. Okay, und schon geht es ihm wieder besser. So, dann quetschen wir uns hier mal durch. Hier, hier, hier. Und was kommt denn da hinten? Da flimmert zwar alles. Hallo? Ist da Licht? Sieht mir doch wie Licht aus, oder? Oh, da unten sind Babys. Haben wir noch so ein Leuchtding? Nee, natürlich nicht. Natürlich haben wir kein Leuchtding mehr. Ach, machen wir uns den Spaß mal und werfen davon eins runter. In der Hoffnung, dass sie alle in Flammen aufgehen. Hä? Da ist ja gar nichts passiert. Nichts. So, das Ding brennt. Dann wirf auch. Und? Jetzt. Och, guck mal, wie sie in Flammen aufgehen. Schön. Schön. Oh, was sehen wir denn da? Noch ein Freund von uns, der sich da gleich anschließen kann. Nee, es hat nicht funktioniert. Gleich noch ein. Nee, bleib mal bitte da stehen. Das war schon ganz
Das war schon echt praktisch, dass ihr da gestanden habt. Wie kommen wir an die ran, ohne runterzuspringen? Nee. Okay, wir müssen runter, Leute. Oh, okay, ein Versuch noch, dass wir ihn treffen. Bleib stehen, bleib stehen. Ah, er rennt genau weg, wenn ich werfe. Bleib stehen, bitte bleib stehen. Schnell wirf. Ja, Volltreffer. Okay, einen vorgeschwächten und einen, den wir noch nicht getroffen haben. Aber das kriegen wir hin. Kaltana raus und runter. Hoffentlich kommt jetzt da kein Mutant, oh mein Gott. So, und Schlag zu, Schlag zu. Ach du Scheiße, Baby haben wir getroffen. Hinter uns darf der nicht kommen, sonst haben wir ein Problem. Bist du K.O.? Ja. Okay, er kommt. Wow. So. Meine Güte, wir sind ja wirklich flink wie eine Gazelle. Gazelle, flink wie eine Gazelle. Guck mal, wie wir hier lang springen. Bist du? Ja, bist du. Gut. Haben wir das auch geschafft? Da sieht es interessant aus. Da gehen wir erstmal hin. Warte mal, ich brauche mal ein bisschen Licht. So, und da ist, glaube ich, der Kletterhaken, wenn ich das richtig sehe. Brauchen wir Stückchen? Ne, brauchen wir gerade nicht. Ein Bild. Oh, aber die haben wir schon. 6.000, Gott, Zahlen sind richtig mein Ding, 600. Aber wir haben sie kostenlos bekommen für lau. So, da klettern wir dann gleich hoch. Wir gucken erstmal in die andere Richtung. Und ob wir jemals wieder rausfinden. Ich habe mir den Weg nicht mal ansatzweise gemerkt, wo ich lang gegangen bin. Da leuchtet ja noch was. Hallo? Bin mir gerade nicht ganz so sicher, wo man am besten lang läuft. So, hier geht's runter. Wo lang geht's da hinten? Oh Gott, bloß nicht runterfallen. Schön am Rand langlaufen, Erik. Das sieht nicht nach Tauchen aus. Oh, wow, 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 jetzt wäre ich hier tatsächlich fast runtergefallen. Hast du eine Uhr? Gib mir mal. Ey. Wow. Geschafft den Sprung, hätte ich nicht gedacht. So. Naja, mir kommt es hier bekannt vor, aber ich kann keine Ahnung, was hier kommt und was nicht. Ist ja eine richtig interessante Höhle. Babys, 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 Babys. Oh, wenn die uns treffen, dann ist fatal. Die sind richtig stark, die Dinger. Ja, kommt mal her. Oh, nicht alle auf einmal, bitte. Nicht alle. Okay, haben wir, haben wir, haben wir. Da ist noch einer. Okay. So, hier ist dann Ende. Da geht's runter und da hinten ging es hoch zum Klettern. Ach, ich tue ja schon. Und den Kletterhaken haben wir, sehr gut. Und ich tue hier schon wieder gerade so, als ob ich mir das irgendwie merken könnte, aber kommt, wissen wir ja selbst, ne, dass das nicht hinhaut. So. Ui, einmal schaukeln. Ui, ui. Oh, sorry, jetzt bist du gegen die Wand geklatscht. Das war nicht schön. Ui. So, wo lang geht's hier? Okay, wir gehen mal hoch. Hoch ist mir immer angenehmer wie runter. Aber am liebsten sind mir Sackgassen, damit ich den Weg abhaken kann. So, hier lang, da lang. Bisschen gruselig sieht es hier aus. Quetschen wir uns mal hier durch. Oh, Erik kriegt schon wieder Hunger. Das sieht mir nicht gut aus. Sieht es mir nach Krater aus? Ist das Krater? Nee, doch, nee, ich weiß es nicht. Okay. Können wir von den Stöckern einen Unterschlupf machen? Wir sind mitten im Krater drin, ne? Ja, okay, habe ich mir gedacht.
Hier sind die Stöcker. Wir probieren mal, uns einen Unterschlupf zu bauen. Dann fühle ich mich eventuell sicherer. Hallo? Können wir hier nichts bauen? Oh, ihr seid ja gemein. Wer hat sich das einfallen lassen, dass man hier nicht bauen kann? Och, ist das gemein. Gut, dann nicht. Dann eben nicht. Erik, du brauchst das jetzt nicht mehr bauen. Jetzt bin ich komplett irritiert. Merkt ihr, was dir hier falsch gelaufen ist gerade? Der zeigt mir an, dass ich den jetzt gesetzt habe. Okay, Forest, kein Problem. Wir akzeptieren, dass auch du nicht ganz ausgereift bist. Das hat sie jetzt nicht gesagt. So. Wir sammeln da gleich. Ich glaube nicht, dass es hier weitergeht, aber ich bin mir auch nicht sicher. Da werden wir irgendwann runtergehen. Aber noch lange nicht. So. Oh Gott, jetzt geht's hier doch weit. Aber wie weit? Ich glaube, das war kein... Oh Gott, Erik hat Hunger. Ach du Scheiße, was? Okay, aber da können wir speichern. Wir kümmern uns kurz mal um die Babys. Oh Gott, jetzt treffen wir nicht mal. Oh, die dürfen uns nicht treffen, die dürfen uns nicht treffen. Eins, zwei. Oh, wo, wo, wo. Okay, wir gehen zurück, sammeln da die Sachen ein, dann gehen wir wieder hier hin. Oh, Erik, was soll ich dir zu essen geben? Scheiße. Wir haben gar nichts mehr zu essen. Hier, ernähr dich von Blättern oder so. Oh oh. Das Ende ist nah. Oh mein Gott, wir werden sterben, weil Erik verhungern wird? Also ich kann euch sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Können hier mal Snickers drin sein, bitte? Ja gut, die nehme ich auch. Ja, bringt mir alles gerade nichts. Wenn wir sterben, sterben wir. Das ist halt das Problem. Trinken bringt mir gar nichts gerade. Großes Problem. Tja, meine Lieben, verabschiedet euch schon mal von Erik. Der wird wahrscheinlich bald draufgehen. Hat Spaß gemacht mit dir, Erik. Hat Spaß gemacht. So. Bitte, sei. Wir brauchen Snickers. Mann, Erik nervt mich jetzt nicht mit dem Licht hier. Okay. Bringt es was zu speichern? Keine Angst, Folge ist noch nicht vorbei. Ich speichere mal Sicherheitszeit. Habe ich das jetzt falsch gemacht? Weil wir hätten sonst vorher den Speicherstand... Oh Gott, ich habe es vermasselt. Ich hätte woanders abspeichern müssen, weil jetzt hätte ich eben noch den Speicherstand laden können. Was jetzt ausgeschlossen ist. Oh Gott, manchmal tut es mir selbst weh, ich zu sein. Oh Gott, müssen wir alles nochmal von vorne machen, wenn Erik stirbt? Was? Wo lang muss ich hier? Könnt ihr mir mal Bescheid sagen? Snickers? Liegt hier ein Snickers? Kein Snickers. Oh Gott. Ja, ich würde sagen, das geht auf meine Kappe. Wir brauchen Snickers, Essen, irgendwas zu essen. Du hast Hunger, mir ist kalt und nass. Ja, Erik, du hast gerade so viele Probleme, ich kann mich nicht um alles kümmern.
Bitte, bitte kommen wir hier irgendwo raus. Okay, Mann, ey. Jetzt muss Erik erstmal, weil er hier halb erfriert, schnell, Erik, schnell, schnell, schnell. Oh Gott, ihm geht's richtig schlecht. Mann, was habe ich getan? Und wieso zum Teufel habe ich abgespeichert? Schneller, Erik. Du merkst ja wohl, dass wir gerade keine Zeit haben für deine Erkältung hier. So, und weiter geht's. Wir brauchen ganz, ganz dringend was zu essen. Neuer Eintrag. Ja, das ist gerade schön. Bringt uns aber jetzt nichts. Komm schon, hoch damit dir. Hoffentlich ist es ein Aufgang. Dann sofort was zu essen besorgen. Oh no, oh no. Ja, schneller, Erik. Bitte ist das ein Ausgang, bitte ist das ein Ausgang. Es ist ein Ausgang, okay. Bitte finden wir was zu essen. Leg mal das hier ab. Reh, wir brauchen irgendwie ein Reh oder irgendwas, mir egal. Hier waren wir schon mal. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Kein Essen. Wo sind denn Rehe, wenn man sie mal braucht? Sind die Koffer? Auch nicht. Okay, ihr merkt gerade, es ist wirklich, wirklich knapp. Hilft dir was, was nur was trinkt? Natürlich nicht. Man kann sich auch satt trinken, Erik, aber du natürlich nicht. Du nicht. Oh, Hase, wir bräuchten dich jetzt wirklich dringend. Reh, irgendwas zu essen, bitte? Oh, ein Baby. Nee, können wir gar nicht gebrauchen jetzt. Ne? Und ich habe auch komplett den Eingang jetzt verloren, aber das ist mir gerade egal. Hier wahrscheinlich, ne? Ich bezweifle, dass das was bringt, da wir eventuell gleich drauf gehen werden. Aber ich setze uns mal hier. Natürlich kein Stein. Wofür auch? Warum auch? So. Essen, wir brauchen Essen. Oh Gott, woher kommt ihr denn alle her, ihr Babys? Ja, ich habe gerade keine Zeit für euch. Ist da ein Reh? Nee. Essen. Mann, sonst sind überall Rehs gewesen, überall. Wir haben nicht mal auf dem Boot was, wir haben nirgendwo was zu essen. Ja, komm, Erik, das können wir uns jetzt nicht erlauben. Erste Priorität ist jetzt Essen und Überleben. Och, und ich dachte, wisst ihr, ihr habt ja gemerkt, ich dachte, wir sind schon lange sicher und wofür essen? Wir finden schon immer was, ja, ja. Und jetzt stehen wir da, bitte ist ein Snickers drin, bitte. Kein Snickers. Auch kein Snickers. Lass den Ball da jetzt, da habe ich gar keine Geduld für. Ja, ein Snickers, okay. Bringt uns aber nicht viel. Wir noch einer. Okay, oh mein Gott, Leute. Puh, wir werden nicht sterben. Oh Gott, war das aufregend. Man sollte sich nie zu sicher sein, meine Lieben. Nie zu sicher sein. Das Essen. Oh, hab ich. Oh, wow, wie ein Jäger. Okay, Essen haben wir. Sieht mir da hinten wie eine Höhle aus, wenn ich ehrlich bin. Und anscheinend haben wir da noch keine Markierung gesetzt. Ich weiß auch gar nicht, wo wir uns hier gerade befinden. Okay, ganz woanders, wo wir eigentlich angekommen sind. Okay, Markierung, Markierung, Markierung. Fehlt uns aber an allem hier, war, habe ich das Gefühl. Irgendwie sind wir. Nichts haben wir.
Okay, ich fühle mich jetzt sicher, wenn wir hier einen Unterschlupf hinbauen. So, ein Stückchen kriegen wir, da ist ein Totem. Oh, ich hatte eigentlich nicht vor, dass das Spiel so eine Entwicklung nimmt, dass wir nochmal echt bangen müssen, dass wir überhaupt überleben. Stückchen. Haben wir. Weil wir müssen ganz dringend abspeichern. Nicht, dass das andere unser Speicherpunkt ist, wo wir kurz vorm Verhungern sind. Aber ist ja noch mal gut gegangen. Gerade mal so. Aber wir haben nicht so viel Essen, dass wir uns sicher fühlen können. Wir müssen erstmal das Fleisch braten, was wir da eingesammelt hatten. So. Oh mein Gott. Meine Güte, es hätte auch echt schief gehen können, meine Lieben. Das hätte auch schief gehen können. So. Machen wir uns erstmal unser Fleisch. Pack mal rauf da, ja. Okay. Und auf einmal sind hier so viele Höhlen. Da ist eine und da hinten habe ich gerade auch eine gesehen gehabt. Und zwar da. Mit einer Markierung schon. Ah! Das ist unsere erste Höhle gewesen, wo wir reingegangen sind. Erinnert ihr euch? Und da aus dem Wasser kamen wir auch schon raus. Und dort hinten ist unser Zuhause. Schön. Mann, 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 war das aufregend. Eigentlich sollten wir uns für die Höhle ein bisschen was zu essen suchen, bevor wir da wieder. Okay. Finden wir hier irgendwas zu essen gerade mal? Dann bereiten wir uns schon für die nächste Folge für die Höhle dann vor. Aber ich sag ja, wenn man Rehs braucht, dann sind sie nicht da. Nee, keine Chance auf Rehs. Komisch. Oh, nicht ins Feuer laufen, Erik. Hier sind so viele Hasen. Eieieiei. Vielleicht sollten wir mal auf Hasenjagd kurz gehen. Wenn. Da. Hey. Ich war noch nicht so weit. Ja. Okay, haben wir. Am besten noch zwei, drei Stück, so viel wie wir tragen können. Sieht irgendjemand einen Hasen? Ich scheuche die mal kurz auf, damit ich weiß, wo lang sie rennen. Hasis, wo seid ihr auf einmal? Eben waren hier zwei, drei Stück. Rennen von mir aus auch schon ins. Oh, das war ja richtig gut von mir, voll rübergelatscht. Ist der schon? Der ist schon. Hey, was war denn das für ein Spaß? Forrest fängt an uns zu veräppeln hier, merkt ihr das? Hasis, habe ich euch schon ausgerottet jetzt hier oder was? Keine Hasis mehr da. Können wir Vögel? Ja, nicht so wie ich es mache. Ne, so kriegen wir es nicht hin. So gut sind wir denn auch nicht. So, wartet mal da. Ja, haben wir. Okay. Oh, Hase. Du hast aber ein Tempo drauf, mein Lieber. Oh, wir haben den. Meine Güte, da entwickle ich mich auf einmal zum Profi. Okay, das reicht erstmal für unterwegs dann. Also, ich speichere jetzt ab für uns und dann gehen wir nächstes Mal da rein. Die Höhle, ich weiß gar nicht mehr, in welcher wir hier rausgekommen sind, weil ich so in Panik war, dass wir sterben. Deswegen, nächste Folge die Höhle.
Und dann will ich echt wieder nach Hause. Das ist sehr anstrengend mit den ganzen Höhlen. Das ist so aufregend für mich, dass ich dann erstmal wieder ein bisschen Ruhe brauche vor Höhlen. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich speichere ab für uns und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen!